Was sind Assoziationen in Destillaten? Assoziationen sind mehr oder weniger Behelfsmittel, um ein Produkt zu beschreiben. Einfaches Beispiel. Eine Brombeere hat immer sehr starke After Eight und genauso minzige Aromen. Was ist naheliegender, um diese zwei Aromen zusammenzuführen und mit einem Wort zu beschreiben, beziehungsweise mit einem Begriff After Eight? Somit ist alles abgedeckt. Genauso, viele von uns oder die meisten von uns kennen Red Bull. Red Bull ist eigentlich nichts anderes wie Fruchtester, purer Fruchtester bzw. Pfirsichester. Verwendet man für eine Beschreibung Red Bull bzw. Gummibärli, dann meint man die Bandbreite von Beeren, von roten Beeren über Pfirsich, Marille bis hin zu Pfirsichfrüchten. Das sind sogenannte Assoziationen in der Beschreibung. Als Amuse-Gueule serviere ich Ihnen heute kleine Happen sensorisches Wissen kompakt. Haben Sie Lust auf das gesamte Menü? Ja, dann gehen Sie bitte auf unsere Webseite IWS.TV oder auf YouTube. Liken Sie bitte die Beiträge, abonnieren Sie bitte den Kanal. Bis zur nächsten Folge von Inside World Spirits.